Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Audi MyTeam Karriere. Heute mit dem Grand Prix von Japan auf der mega geilen Strecke in Suzuka, wo wir schon sehen, dass ich auf den Geraden keine Chance habe mitzuhalten. Denn wie wir wissen, erster Sektor ist Abtrieb mega wichtig und das ist auch eine der größten Schwachstellen von dem Auto, weil ich habe da gerade mal 5 Upgrades bisher gemacht im Laufe der Saison, weil mein Aero Headquarter, also weil im Headquarter meine Aero Abteilung nur Stufe 1 hat, weil ich im bisherigen Saisonverlauf vollen Fokus auf Chassis und Motor gelegt habe. Deswegen nur P8 und ich bin schon weit hinter Leclerc und das, obwohl ich mit mehr Flügeln fahre wie die KI. Das heißt, eigentlich hätte ich im ersten Sektor besser mithalten müssen. Denn ab jetzt muss ich leiden, denn auf den Geraden haben wir, wie wir auf Stadtziel gesehen haben, keine Chance. Da ich jetzt durch Boom. Ah, ne. Sehr schlecht durchkommen. Viel zu spät rausbeschleunigt wegen meinem Fehler beim ersten Teil der Kurven. 6,5 Zehntel Rückstand auf Leclerc. Und jetzt Wegminimierung, ganz innen bleiben. Zumindest den 8. Platz ins Ziel gerettet. P8, aber was noch wichtiger ist, ich bin direkt vor Alonso, mit dem ich punktegleich in der WM bin und auch um den 8. Platz in der Fahrer-WM kämpfe. Und wenn ich die Spoon-Kurven gescheit erwischt hätte, wäre sogar P6 möglich gewesen, denn Verstappen ist weniger als ein Zehntel vor mir und irgendwie scheint es gerade so ein bisschen zu einem Meme zu werden, dass sich die beiden Red Bull-Piloten immer im so Bereich P5 bis P7 qualifizieren, um dann im Rennen dann eine kleine Aufholjagd zu starten. Ja, und das Einpacken habe ich leider verhaut, deswegen geht es jetzt auch seiner nicht optimalen Startposition los mit weniger Grip und Russell, der steht ja auf Startziel und ich bin auf P5 und greife innen Verstappen an und bin am Doppelweltmeister vorbei. Stupid Idiot. Aber er jetzt innen. Ja, besseres Auto, besserer Grip, bessere Reifen und hat mich schon überholt. Aber P5, Traumstart, weil Russell irgendwie eingeschlafen ist. Eigentlich macht es für mich nicht so viel Sinn, gegen Russell zu fighten. Aber angreifen tut jetzt auch nicht wirklich und er wird von Stroll unter Druck gesetzt. Also ist ausnahmsweise mal der Kanadier der bessere Aston Martin Pilot. 1.29.9 Verstappen. Und da war der Max mit Reifen und Autovorteil knappe Sekunde schneller wie. Ja, der Car Behind ist auf Softreifen. Und jetzt hat Russell zum ersten Mal DRS. Ich deck mal innen ab. Und da kommt der Britta schon außen angeflogen. Aber bleibt hinter mir. Noch mal Glück gehabt. Information on Magnussen for you. Okay, it looks like the problem's terminal. They're retiring the car. Okidoki, Magnussen bereits in der 5. Runde ausgeschieden. Währenddessen habe ich gerade mal 4,3 Sekunden auf Verstappen verloren. Ah, das war sehr schlecht von mir. Aber Russell kann das nicht nutzen, weil ich gerade mein ganzes IRS verballert auf der Geraden, um einen Vorsprung rauszufahren. Aber 4,4 Sekunden Rückstand auf Verstappen noch 5 Runden. Das ist, und das auf schlechteren Reifen. Das ist ein super Zeichen für eine gute Pace. Okay, we're approaching the pit window. You're gonna be on soft. Oh, nochmal 4 Sekunden Rückstand auf Verstappen. Die Lücke ist ein bisschen kleiner geworden. Und mittlerweile haben wir uns vor Stroll nicht von Stroll verabschiedet, sondern Stroll und Perez abgeschüttelt. 3,5 Sekunden der Rückstand. Das heißt, Russell und ich nähern uns langsam den Top 4, aber jetzt war mein erster Sektor scheiße. Ich habe 3 Zehntel schon wieder verloren. Jetzt könnte schon die vorentscheidende Phase beginnen mit den Boxenstops. Mal schauen, was die KI-Fahrer machen. Also sind alle an der Box. Russell bleibt also draußen und ich übernehme mal die Führung vorübergehend. In this lap, in
Aber Russell will sie mir wegnehmen. Oscar is into the aber lupft vor Kurve 1 und da rutscht ich weg. Ah, Unkonzentriertheit. Aber ich behaupte mich mal von optimal in die Box abbogen. Piastri war ebenfalls schon an der Box. Nein, jo, ich habe jetzt einen Reifenvorteil, vor allem weil Russell auf Vorderreifen ist. Ich habe nur eine Position verloren. Aber jetzt bin ich über 9 Sekunden hinter der Gruppe von Verstappen. Und die Gruppe ist unmöglich jetzt einzuholen für mich, trotz softer Reifen. Das heißt, was ich jetzt schauen muss, ist, dass ich fehlerfrei jetzt mal vor allem jetzt die ersten 2-3 Runden und dann meinen Reifenvorteil nutze. Viel vom IRS verballer und dann eventuell nochmal gegen Russell zurückschlag. Nice! Innerhalb einer Sekunde hinter Russell, zweimal Purple. Ja, neue schnellste Runde. Zumindest einen extra Punkt würde man es jetzt mal sichern. Und wichtig war jetzt, dass ich ins DRS-Fenster von Russell reinkommen bin. Das heißt, nächste Runde könnten wir es auf Startziel probieren. Jetzt sauber rausbeschleunigen. 3-4 Zehntel. Purple dritter Sektor. Oh! Das war dumm von mir, ich wollte ihn außenrum überholen. Schauen wir uns am besten die Szene aus Sicht meines Frontflügels an, denn wie man sehen, ziehe ich da nach außen rüber und spulen noch mal ein bisschen zurück und da soll es jetzt den Kontakt gegeben haben und blöde Kameraführung. Ah, das ist schon ein Mini-Kontakt gewesen. Und wegen dem habe ich so sehr leiden müssen im zweiten Sting. Wenn wir uns die Szene aus der Perspektive anschauen, sehen wir, Russell zieht noch innen. Deswegen wollte ich außen die Kurve anfahren und ihn außenrum auch überholen. Also das war jetzt definitiv nicht die Schuld von Russell, dass es da jetzt zum Unfall gekommen ist. Ich hätte da noch eine Spur früher rüberziehen müssen, um eine Kollision zu verhindern und muss jetzt wegen diesem minimalen Kontakt jetzt die ganze Zeit im ersten Sektor leiden. Inzwischen. So, und jetzt hat Russell DRS. Und das heißt, ich muss jetzt all die Energie, die ich jetzt noch in der Batterie habe, ausgeben, damit ich vorn bleiben kann. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich da in den, also in den S-Kurven bin ich jetzt da komplett die rollende Blockade. Weil mit einem orangenen Frontflügel kann ich nun mal leider nicht mehr so schnell fahren wie im vorigen Stint. Deswegen pickt der Russell da förmlich an mir und kann in die Haarnadel da rein gleich ebenfalls probieren zu überholen und hat somit eine Überholmöglichkeit mehr als im ersten Stint. Ui, da war ich kurz am Gras. Aber ich bleib vorn. Und Sainz greift jetzt Russell an. Das ist schlecht für mich, weil Russell war bisher easy zu verteidigen auf Startziel, aufgrund des gleichen Motors und gleichen Getriebes, weil da habe ich dank dem Batteriemanagement immer über 60-70% gehabt auf Startziel, um somit mehr als genug Energie verballern zu können am Ende der Runde. Aber ich bleibe mal vorn, sehr schön. Und ich bin da langsam wie ein Safety Car im ersten Sektor. Also der Abstand nach vorne ist ja brutal groß jetzt mit 22 Sekunden. Und wenn wir auf die Minimap sehen. Oh! Angriff von Sainz. Zum Glück verhindert. Also ich hab da fast das ganze Feld hinter mir, weil ich da eben viel zu langsam bin und Sainz ist im Kies. Sainz hat sich verschüsst. Russell langsam verliert den Platz gegen Perez jetzt, oder? Na, George bleibt im Mercedes vorn. Na doch nicht, die sind noch immer side by side. Und
Checo ist auf Platz 6. Während Leclerc das Rennen gewinnt. Und jetzt kommt Russell daher. Alle wollen mich überholen, weil ich so langsam bin. Aber ich habe mehr als genug Energie noch übrig zum Verteidigen. Und jetzt ist Russell wieder vorn. Und ich red noch irgendwie bei 5 ins Ziel. Bist narrisch, also das war mal eine verrückte letzte Runde. Ich hab den ganzen zweiten Stint über Russell easy eigentlich auf Startziel verteidigen können mit meinem Batteriemanagement. Aber dass ich dann auf einmal drei unterschiedliche Fahrer direkt hinter mir hab und das Sainz da auf einmal abfliegt bei der Degner-Kurven, das war anders wild. Und wenn man da nochmal in die Wiederholung schaut, Sainz zieht auf einmal nur noch links rüber und fährt dann jetzt im Rallye-Style wie sein Vater daher und verliert so einige Plätze. Aber leider hat mein Teammate Piastri von dem Fehler nicht profitieren können. Aber Oscar holt mit P12 ein super Resultat, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass unsere Autos so weit vorne mit dabei sein werden. Apropos vorne, da wird es jetzt ein bisschen enger für Verstappen, denn er hat jetzt 13 Punkte auf Leclerc verloren und somit nur mehr 57 Punkte Vorsprung, 6 Rennen und 3 Sprints vor Schluss, während ich mich dank P5 und der schnellsten Runde jetzt ein bisschen von Alonso absetzen können, denn wir beide waren ja vor dem Rennen Punkte gleich und jetzt habe ich mal 9 Punkte Vorsprung in der Fahrer-WM, aber in der K-WM habe ich noch immer 5 Punkte Rückstand auf Aston Martin, die ja mit beiden Fahrern in die Punkte gefahren sind. Und wenn Sainz nicht in der letzten Runde den Abflug gehabt hätte, wäre Ferrari sogar eventuell auf 30 oder 32 Punkte ran an Red Bull kommen, aber wenn Red Bull weiterhin in den Qualifyings so schwach performt wie in den letzten Folgen, könnte das tatsächlich nur ein spannender Dreikampf werden. Also lasst am besten ein Abo da, um keine weiteren Rennen zu verpassen. Und auch über ein Like würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mit P5 und der schnellsten Rennrunde von mir heute zufrieden wart. Ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche beim Grand Prix von Katar wieder. Und bis dahin macht's es gut. Ciao.